zu sehen. Servus zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War hier bei mir auf dem Kanal. Ja, wir hatten ja einen ganz schönen Endkampf hier mit dem ganz großen Troll oder was auch immer das war. Auf jeden Fall habe ich da ganz schön was aufs Maul bekommen und habe einige Anläufe gebraucht. So wie ich auch hier extrem viele Anläufe zu brauchen, ja, zu haben werde, so wie es aussieht. Also Leute, Freunde, ich kann euch nur sagen, ich habe keine Ahnung, wie man das hier hinkriegt. Definitiv muss man hier diese zwei und da hinten befindet sich noch eine dritte Glocke und die muss man irgendwie ausschießen. Aber das Problem ist, man hat einen Zeitfaktor. Das zeige ich euch jetzt mal. So, und dann müssen die anderen beiden nämlich innerhalb der Zeit, bis dann das Symbol hier wieder kommt. Ach nee. Ich fass es nicht. Ich gebe zu, ich habe hier offscreen jetzt, glaube ich, 15, 20 Mal versucht, hier die Truhe. Und jetzt mit euch zusammen gelingt es mir doch tatsächlich hier auf Anhieb die Truhe zu öffnen. Leute, 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 danke, danke, danke. Oh, und das ist dieser Apfel, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Und da müssten wir jetzt unsere Lebensenergie, glaube ich, erhöht haben. Ja, sehr schön. Das hat sich gelohnt. Das freut mich sehr. Gut, dann lasst uns weiter auf die Reise gehen. So, da oben war ich bereits mit unserem Sohnemann und haben da oben auch schon einen interessanten Text gelesen. Und jetzt geht es erstmal, glaube ich, hier weiter. Alles andere haben wir eingesammelt. Und jetzt müsste es hier weitergehen. Ich fasse es echt nicht. Die ganze Zeit, die habe ich also locker 20 Minuten lang versucht. Naja, okay. Es ist, wie es ist. Gut, dann hier mal runter. Aha. Das hört sich ja nach einem Wildschwein an. Schieße kontrolliert. Ganz zurückziehen. Wildschweinhaut ist dick. Hm. Ich hab getroffen, oder? Es sah aus, als wäre er einfach abgeprallt. Ist der Keiler magisch? Hm. Was meinst du? Er sah nicht wie ein normaler Keiler aus. Dann hinterher. Bleib wachsam. Mehr von diesen Leuten? Etwas anderes. Mhm. Okay. Das sieht hier aus, als hätte es hier Stress gegeben. Manche Leichen sind diese komischen toten Dinge. Ja, ich habe so ein ganz ungutes Gefühl. Aber ihr wisst ja, ich habe ja ständig ungute Gefühle. So, ist da was drin? Da ist, nee, da brennt, da lodert es. So, aber in die Hütte können wir noch. Immer schön wachsam bleiben. Aha, noch mehr davon. Gut. So, da gibt's nichts, oder? Nein. Okay, aber da oben war doch noch irgendwo was. Da kommen wir noch hin. Da oben hat's auch eine Truhe.
hier vorne nach. So, einmal nochmal rumlaufen, nochmal schauen, dass wir nichts übersehen haben. Nö, sieht so aus, als hätten wir alles. Gehen wir also weiter. Und harren der Dinge, die auf uns zukommen. Sei bereit! Ich war für eine Sekunde abgelenkt, weil ich hier irgendwas gesehen habe. Nö, nö, nö. Okay. So, aber da drin hat's was. Da, er ist unter der Säule durch. Ah ja, die berühmte Säule. Ich schaff das. Selbstvertrauen braucht man. Ellbogen hoch, Hand ruhig, entspannen. Präzision vor Tempo. Ja! Verlieren nicht. Hat er sein Messer verloren? Ja, das gibt schon wieder Abzüge in der B-Note. Das wird Schelte geben. Junge. Oha, aber ich glaube, dazu müssen wir ihn erst finden. Da war er ein bisschen schnell unterwegs. Aha, Blut. Wo bist du? Schnell, Vater. Ah, das ist eine Art Labyrinth. Hab ihn gefunden! Atreus! Er wird langsamer! Warte auf mich, Junge! Okay, das ist falsch. Nö, das war auch falsch. Wir wussten nicht, dass er dir gehört. Tut er nicht. Er ist mein Freund. Der Junge tat, was ich ihm sagte. Dann hilf mir jetzt. Hier halten, bitte. Halten, er verliert Blut. Der Letzte seiner Art und ihr schießt auf ihn. Seid ihr so hungrig? Zielübungen. Zielübungen? Es tut mir so leid. Weiter Druck ausüben. Ich bin schuld. Ich hätte aufpassen sollen. Stirbt er? Das werde ich nicht zulassen. Du, der Pfeil hat eine Arterie durchtrennt. Finde beide Enden und halte sie fest. Fange links an. Greifen und halten. Nun die rechte Seite. Halt sie fest. Gut. Jetzt zieh sie zusammen. Aneinander. So. Du bist eine Hexe. Hier kann ich ihn nicht ganz heilen. Mein Haus ist gleich hinter den Bäumen. Trägst du ihn? Er darf nicht sterben.
Gut. Er scheint fürs Erste stabil zu sein. Greta. Hier lang. Meine Hexe. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Ich habe euch hier im Wald noch nie gesehen. Sie muss dich vermissen, so weit weg von zu Hause. Sie ist tot. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Das war ihr letzter Wunsch. Junge. Das tut mir wirklich leid. Wir sind da. Du wohnst in einem Baum? Nicht darin. Darunter. Hey, Billy! Schau! Ist schon gut. Oh, sieht ein bisschen aus wie eine Schildkröte, hm? Auf dem ein Baum wächst. Ist der nett? Junge. Es droht keine Gefahr, versprochen. Tja, und von rechts kommt nichts, waren die letzten Worte. Er ist harmlos. Tja, er ist harmlos, der will nur spielen. Ja, das versuche ich schon die ganze Zeit schnell. Leg ihn auf den Kreis da. Halt ihn ruhig. Lebst du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge. Aber stimmt doch. Halt ihn ruhig, er verletzt sich selbst. Der Junge redet zu viel. Ruh dich aus. Ich brauche zwei Dinge. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon? Was noch? Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen. Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen. Glaub mir, ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst ihn nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Geht mich nichts an. Ich brauche auch Gartenschaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Ja, dann gehen wir mal suchen, ne? Klar. Als Botaniker. Gartenschaumkraut. Wer kennt das nicht? Hat bestimmt jeder hinter seinem Haus. Blumen mit weißer Blüte pflücken. Naja, das werden wir ja hoffentlich hinkriegen. So, Blumen mit weißer Blüte. Das sieht so aus, als wenn das gleich hier vorne eine wäre. Nein, das ist keine Blüte gewesen. Okay. So, das waren Fische. Gut. Blumen mit weißer Blüte. Ich denke, das könnte es eher sein, richtig? Ach, das war's schon. Eine reicht. Aha.
Gartenschaumkraut, gut. Hast du auch die Rotwurzel? Der Junge sucht danach. Vielleicht könnte er Hilfe brauchen. Bitte, ohne die beiden Zutaten ist die Salbe nutzlos. Also gut. So, wo ist er denn hin, der Junge? Nach rechts, glaube ich, oder? Hilfst du mir? Ich schaffe. Ist nicht allein. Aha. Hilft das hier? Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Wenn ich es verloren hätte... Du hast es verloren. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Dieses Grunzen, dieses... Das gefällt mir. Ja, genau was ich brauche. Wird er überleben? Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Er könnte aber auch mal ein bisschen freundlich sein. Lena. Hey, Millie. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geht den Weg nach unten. Und dann auf das Licht zu. Oh, das berühmte Licht. Das Licht am Ende des Tunnels. So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Dieser unterirdische Durchgang bringt euch wieder zurück auf euren Weg zum Berg. Nehmt einfach das Boot. Moment. Und nehmt den hier. Er dient euch in der Welt zur Orientierung und Navigation und wird euch immer zu euren Zielen führen. Sehr schön, dann haben wir also den Hexenkompass. Den Weg, der Weg zum Berg. Die Hexenhöhle. Sehr schön, da unten scheint das Boot zu sein. Ja, dann würde ich doch sagen. Oha. Ah ja, das heißt Ärger. Ups. Mutter hat mir von ihnen erzählt. Ich dachte nicht, dass es sie wirklich gibt. Nachtmare? Ja. Sie verursachen Albträume. Oder sind sie Albträume? Vergessen. Ich wünschte, ich könnte sie fragen. So, hier haben wir ein paar Dinge. Das sieht verdächtig aus. Aber ich weiß nicht. Das scheint nichts zu bringen. Aber hier haben wir was zum Einsammeln. Und da haben wir auch was zum Einsammeln bestimmt, oder?
Konzentrier dich. Oh. Ah ja. Die Frage ist nur, dürfen wir hier ins Wasser? Oder müssen wir da mit dem Boot hin? Aha. Achso, was passiert da? Dafür fehlt uns noch etwas. Aha. Na, der Junge weiß Ah, interessant, interessant. So, jetzt schauen wir mal. Ach ja, da können wir bestimmt was bewegen. Das hier können wir bewegen. Ist das nicht schwer? Doch. Ist offenbar nicht schwer. Ah ja. Sehr schön. Okay. Jetzt kommen wir hier nicht rüber. Da. Jetzt schauen wir mal. Nö, das ist überhaupt nicht schwer. Das sieht mir nur aus wie purer Fels. Aha. Berühre nicht das Wasser. Warum? Weißt du, was unter der Oberfläche ist? Nein, es ist kohlrabenschwarz. Dann berühre nicht das Wasser. So, da haben wir also wieder ein Gesicht der Magie gefunden, eine Maske gefunden. So, bringt uns das hier eigentlich irgendwas? Nö. Okay. Tja, die Frage ist, wie kommt man dann dahin? Ah. Schauen wir mal. Ob es da was zum Einsammeln gibt? Ja, sicher doch. Nee, das ist auch nichts. Jetzt gucken wir mal darüber. Da drüben ist das Boot. Da hat es irgendwas, was leuchtet. Okay, nochmal ein bisschen Hacksilber. Kann aber ja auch hier alles kaputt machen. So. Ist da irgendwas an der Decke noch, was wir brauchen? Jetzt gehen wir mal hier rüber. So, sehr schön. Ein gewöhnlicher Talisman gewährt einen Gesundheitsschub. Okay. Zum Aktivieren L1 und Kreis drücken. Gut. Sehr gut. Da drüben. Mhm. So, hier werden wir also jetzt gleich ins Boot einsteigen. Da hat es noch eine Truhe, da oben hat es einiges Interessantes. Ja, das ist richtig, dass da oben was ist. Aber die Frage ist, wie kommen wir dahin oder müssen wir dahin?
Diese Frage werden wir auf jeden Fall nicht mehr in dieser Folge beantworten. Also an der Stelle sage ich recht herzlichen Dank wieder mal fürs Zusehen. Ich bedanke mich auch bei euch für eure Unterstützung, euren Support. Vielen, vielen lieben Dank. An der Stelle darf ich mich wieder einmal hier verabschieden von God of War, von dieser Folge. Demnächst also wieder hier in diesem Lichtspieltheater eine weitere Folge. Bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Badenfarmer. Vater,